Grüßt euch. Dritter Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C. Wie schon öfter gesagt, Lesejahr C bedeutet, dass wir das ganze Jahr über das Lukas-Evangelium lesen. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los, weil die letzten drei Wochen haben wir ja noch das Geheimnis der Erscheinung des Herrn in seinen verschiedenen Varianten betrachtet. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Auftreten Jesu in der Öffentlichkeit, nämlich in der Synagoge von Nazareth. Die erste Lesung bezieht sich wieder direkt auf das Evangelium und gibt uns eine wichtige Hintergrundinformation. Da hören wir nämlich eine Stelle aus dem Buch Nehemia, das ist relativ selten in der Liturgie, um nicht zu sagen sehr selten, wo der Priester Ezra nach dem Exil zum ersten Mal für uns historisch nachvollziehbar eine Art Wortgottesdienst hält. Ja? Der Tempel ist frisch gebaut oder frisch wieder aufgebaut. Wir sind im 5. Jahrhundert vor Christus und jetzt soll das offizielle Leben in Israel wieder losgehen und Ezra, der Priester, liest also aus der Tora vor und da heißt es, immer wenn er ein Stückchen gelesen hatte, dann wurde die Schriftrolle erklärt. Mit anderen Worten, wir haben hier das erste Mal eine Art Wortgottesdienst, ja? Das Wort Gottes wird vorgetragen und der Priester erklärt dem Volk, was das Wort bedeutet. Genau das gleiche, was bis heute über 2500 Jahre später immer noch geschieht, wenn der Priester am Sonntag das Evangelium erklärt. Und genau das sehen wir jetzt passieren im Leben Jesu. Da heißt es, dass Jesus am Sabbat, wie es seine Gewohnheit war, in die Synagoge von Nazareth ging, dort wo er aufgewachsen war. Und jetzt spricht er die vielbedeutenden Worte, also es heißt, er steht auf, die Schriftrolle wird ihm gereicht, die Schriftrolle aus dem Buch, die Schriftrolle Jesaja, damals hatte man noch kein Buch, sondern jedes einzelne Buch aus der Heiligen Schrift war in eine eigene Rolle geschrieben. Diese Rolle reicht man ihm, er macht sie auf und findet das Kapitel 61 und liest die Verse vor. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt und gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft verkünde, den Gefangenen die Befreiung, den Blinden das Augenlicht und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dieses letzte Wort, ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, ist der Schlüssel für unser Verständnis dieses Evangeliums. Das ist nämlich ein Schlüsselwort aus dem Alten Testament. Jesus verkündet, dass er gekommen ist, um ein sogenanntes Jubeljahr zu eröffnen. Diese Jubeljahre waren eine wunderbare Einrichtung, die Gott dem Volk Israel geschenkt hatte, nämlich, dass alle 49 Jahre, also Jesus 50. Jahr, war ein sogenanntes Jubeljahr. Da gab es eine totale Amnesie für das gesamte Volk Gottes. Alle Schulden wurden komplett gestrichen und vergessen. Ja, wenn ich irgendjemand was geschuldet hatte, im 50. Jahr war ich davon frei. Die armen Schulden, da sind dann natürlich auch leer ausgegangen. Wenn ich mich wegen meiner Schulden zum Sklaven gemacht hatte, ja, das machte man früher, dann wurde man aus der Sklaverei befreit und wenn ich mein Land verkauft hatte, weil ich Schulden machen musste oder verpfändet, habe ich mein Land zurückbekommen. Also Gott hatte sichergestellt, dass alle 50 Jahre jeder wieder ein freier Israelit war mit Geld und Eigentum. Und zur Zeit Jesu wissen wir, dank der Rollen, die man am Toten Meer gefunden hat, die berühmten Qumran-Rollen, dass es unter den sehr frommen Leuten eine gesteigerte Erwartung einer sogenannten Retterfigur gab. Und zwar hat man eine Rolle gefunden, die man, die wir heute genannt haben, 11Q, das bedeutet Grotte 11, da hat man das gefunden, Melchisedek. Also der Name dieser Rolle ist 11Q Melchisedek und genau dort erfahren wir, dass die Erwartung war, dass eine Retterfigur käme mit dem Namen Melchisedek. Melchisedek ist der erste Priester im Alten Testament, also vielleicht eine priesterliche Figur, die dieses Jubeljahr ausrufen würde. Und jetzt steht Jesus in der Synagoge auf und sagt den Leuten, dieses Schriftwort hat sich heute erfüllt. Damit für sich sagend, ich bin diese Person, die ihr seit der Verkündigung des Propheten Jesaja erwartet, die jetzt Vergebung der Schulden verkündet, Befreiung der Sklaven und Rückgabe des Landes. Was bedeutet das in der Terminologie Jesu? Das wird im Vater Unser ganz, ganz deutlich. Da beten wir nämlich, Vater, vergib uns unsere Sünden, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Andere Version, als die wir gewöhnt sind aus dem Gottesdienst von Matthäus. Ja?
Bei Lukas ist ganz deutlich, das, was auf menschlicher Ebene finanzielle Schulden sind, ist das Bild für das, was Sünde Gott gegenüber ist. Unsere Sünden sind eine Schuld, die wir dem Schöpfer gegenüber haben, weil wir nicht der von ihm gestifteten Schöpfungsordnung gemäß gehandelt haben. Und Jesus steht hier und sagt, ich verkündige absolute Amnesie, totale Schuldvergebung, ich im Namen Gottes, der ich selber Gott bin, das er da noch nicht sagt, aber mit der Vollmacht Gottes verkündigt er, Gott hat mich gesandt, er hat mich mit dem Heiligen Geist gesalbt, haben wir vor 2 Wochen in der Taufe gesehen. Er hat diesen Geist, ist mit dem gesalbt, um mit der Vollmacht Gottes Sündenvergebung zu verkünden, die Gefangenen freizulassen, mit anderen Worten, alle, die in der Macht des Teufels sind, und Sklaven der Sünde. Der Römerbrief sagt das sehr schön, jeder, der die Sünde tut, das sagt der Johannesbrief, Johannesevangelium, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Und darüber meditiert Paulus im Römerbrief Kapitel 6, wenn ihr es ein bisschen vertiefen wollt. Das Tun der Sünde macht mich zum Sklaven der Sünde und wird zu einem quasi Teufelskreislauf, auf dem ich nicht mehr rauskomme, wenn nicht die Macht Gottes, des Heiligen Geistes, mich, der stärker ist als jede dämonische Macht, mich aus dieser Versklavung an die Sünde befreit. Und genau das verkündet Jesus. Und dann als drittes die Landrückgabe. Was sagt Jesus so prachtvoll als letztes, bevor er stirbt, zu dem guten Schächer, der neben ihm am Kreuz hängt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit anderen Worten, das Land, das der Herr uns zurückschenkt, und zwar vollkommen umsonst, ist das Land, das der Vater von vor der Schöpfung für uns vorgesehen hatte. Das Himmelreich, das Erbe, unser Leben im Reich des Vaters, mit dem Vater, im sogenannten Paradies. So, das alles verkündet Jesus und dieses Gnadenjahr, jetzt will ich euch noch was beibringen, nämlich für den Rest vom Jahr. Das Lukas-Evangelium, anders als die anderen Evangelien, stellen das ganze Wirken Jesu im Kreislauf eines einzigen Jahres dar. Ja? Also alles, was wir, obwohl Jesus 3 öffentliche Jahre gewirkt hat, hat der Evangelist die Freiheit, das als ein Jahr darzustellen, um diesen theologischen Punkt zu machen, dass das ganze öffentliche Wirken Jesu dieses eine Gnadenjahr ist. Und dann am Ende, wenn Jesus zum Himmel auffährt, während er zum Himmel auffährt, segnet er die Jünger, die da unten stehen. Und das lesen einige Exegeten als Bild dafür, dass Jesus der hohe Priester ist, der weiterhin segnend die Hände über sein Volk hält und damit bleibt dieses Gnadenjahr offen. Und genau das passiert, wenn wir am Sonntag in die Messe gehen. Ja? Wenn wir am Sonntag in der Kirche sind und Jesus und wir den Priester sagen hören, der in persona Christi das Evangelium verkündet, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, dann stehen wir immer noch in diesem Gnadenjahr, in dem Jesus vor uns steht und sagt, ich bin hier, ich bin gekommen, um dir deine Sünde zu vergeben, um dich aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, um dir dein Erbe wiederzugeben. Sei nicht so dumm wie die Menschen von Nazareth, indem du mir nicht glaubst, sondern komm zu mir, das alles gibt es umsonst. Ich bin hier, um dich überreich zu beschenken. Lass dich von mir beschenken.